Willi, machen wir ein ganz klarer Sieg beim FSV Luckenwalde 3:0. Wie wichtig ist das im Hinblick auf das Pokalfinale in 200 Wochen? Ich sehe, dass das Spiel war heute ziemlich wichtig für uns. Einfach nochmal den Schwung mitzunehmen, auch für die nächsten Wochen, was kommt. Wir haben noch 2 Ligaspiele und dann wollen wir auf jeden Fall noch Landespokal holen. Sie haben Ihren 6. Saisontreffer geschossen, mittlerweile dann noch recht viele Treffer. Was ist Ihr persönliches Ziel noch für die Saison? Ich hatte mir noch vorgenommen, 7 Tore zu schießen, also 1 fehlt mir noch. Wenn es mehr werden, ist okay. Also da habe ich eigentlich eine gute Bilanz für die Rückrunde für mich selber aufgestellt. Ich denke mal, für mich, für die letzten Spiele lief das ganz gut. Für die Mannschaft leider dann nicht so, aber ich denke, das wird sich dann weiterhin entwickeln und dann wird das auch besser in der Zukunft. Wie geht es denn mit Ihnen weiter? Energie hat eine Option gezogen, Ihr Vertrag ist ein bisschen strittig. Sehen Sie sich nächstes Jahr weiter in den Cottbus? Wenn es nach mir geht, ja. Also die Frage müssen Sie den Trainer stellen. Nein, Spaß beiseite. Ich denke mal. Ja, der ist der schnellste und der beste Mann. Es wurde schon einiges gesprochen. Ich hatte auch gesagt, dass ich gerne bleiben würde und ja, ich denke mal, es wird sich in den nächsten Tagen. Aber ja, der ist der beste. Ja. Bester Mann, Holger.